Ja, hör ich mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Empire mit dem kleinen erloschenen Dämonen. Kapitel 2, Akt 1. The preparations are in place. The target is set. Now it is up to you to get the job done. But can you? Are you truly imp enough to fill the boots of a Barbarian warrior king? Oscar is growing increasingly nervous. And it's easy to understand why. The first part of the plan has brought you to the free Minotaur city of Mu Tartus, where you must gain the loyalty of its sturdy inhabitants. Your advisor is yet to tell you how to pull that off, and judging by appearances, the reason for his secrecy might very well be that he has not got a freaking clue. Okay, das Lied von der Kugel, okay. Ich bin gespannt. Welcome to the Kingdom of Ardania, Deathslayer. Or more precisely, to the caverns beneath the free Minotaur city of Mu Tartus. I can hardly believe it. My so-called father didn't think me capable of wiping my own valley of death, but look at me now. I am. And you look nervous enough to soil that death valley of yours. Okay, listen closely. I will say this only once. Conquering a region is about gaining the loyalty of its natives. Ardania, east of Lormidia, has four main settlements. The cities of Betawur and Keftali, the known city of Lat, and this one, Mu Tartus, home of the mighty Minotaurs. We must vanquish them all. How about I do the vanquishing? You just stay close to that nasty bucket you have in your office. Listen. To gain the loyalty of the bull-headed populace of Mu Tartus, you need to single-handedly defeat a certain mountain of muscles named Chief Red Bull. On second thought, Red Bull. This part of the plan was made with the immensely large and capable warrior King Shonen in mind. This might be a mistake. You know, maybe we don't need the Minotaurs. Maybe we should go deal with the, with the necromancers of Keftali, or maybe we should just go home. Shut your face, you weak man thing. I was king of the pit. I will be king of this hellhole. Right. I was just thinking. No. Don't think. Just give me a plan. Okay, calm down. You're right. We're past the point of no return. How about this? You search for a way to gain access to Chief Red Bull's pyramid while I find something for you to defeat him with. Some type of poison, or perhaps a lightning rod you can zap him with. You do that. It's your damn fault I'm in this scrawny imp-like body, you know. Right. Let's do this. And if anything happens, I'd just like to say, well, you picked me. And I'll never forget that. Good golly, what a magnificent and monstrous throne room the scouts have found. You must prepare it and figure out what it does and how it works. I'll bet it's awesome. And speaking of awesome, I happened to acquire some really cool weapons schematics from a local blacksmith on our way here. I have sent them to the workshop so you can upgrade our fighters with them. As soon as you're ready, start exploring the caves beneath Mu Tartus and find your way to the cellars of the Royal Pyramid. Our best chance is to lure the chief to us, much like you did with King Shona. Okay. Dann fangen wir mal an mit dem stinknormalen Basisaufbau. Machen wir doch mal hier, hm? Und eine Küche. Kann ich die dann gleich hier? Mag er nicht, okay. Sollen wir die hier hinsetzen? So vielleicht, oder? Okay. Gut, das waren schon mal die zwei Basisdinger und dann können wir gleich mal übergehen. Ach, so kann ich noch nicht, okay. Dann müsste mal ein Minion rein und dann basteln wir gleich mal neu. Hier haben wir schon. Dann Minion rein. Minion rein. Nochmal einen neuen erstellen. Komm, Mana, go, Mana. Go, Mana, go, Mana. Demonum Explosio. So, wir haben schon drei von diesen Punkten. Jetzt bin ich mal gespannt, was da. Waren das so komische Karten,
Die waren doch total interessant. Wo ist denn das hin? Hä? Da waren das so Spielkarten? Sehr eigenartig. Okay, wir bauen uns erstmal Einheiten. Na, was anderes können wir eh noch nicht bauen. Dann, ja, machen wir gleich weiter. Was könnte man denn da... Na, den Übungsraum brauchen wir ziemlich schnell. Die Karten vielleicht? Oder das hier? Werkstatt. Achso, das erfordert eine Werkstatt. Dann basteln wir auch gleich die Werkstatt. Und... ja, das Auffinden von Dingen. Trunkenheitseffekt ist selten wird um 30% erhöht. Aha. Ah, maximal. Ah, das hätte ich gleich mal machen sollen. Aha. Na gut. So, einmal schnell hier rein. Gleich nochmal 2, oder? Und 3? Ne, 2. Okay. Gut, und dann kann ja der Einzeltrupp erstmal irgendwo bitte einen Schatz entdecken. Oh, das sind aber... hier. Go. Damit ich mein zweites Squad aufbauen kann. So, hier haben wir schon das und jetzt würde ich mal das mit den Arbeitern nehmen, gleich. Espresso Politonum! Kann man doch nie genug davon haben. Heroes are entering your dungeon. Ey, das ging jetzt ganz schön fix. Meine lieben Arbeiter, weg da, weg, weg, weg. Move. Baal, defend us. Defend us, mighty, mighty Baal. Loco Poco Lord. Okay, schon Stufe 2. Coole Sache. Wie sieht der Einsatztrupp aus? Naja, da dürfen wir mal ganz kurz speisen gehen. So, und dann haben wir doch jetzt genügend Materialien für einen Übungsraum. Das machen wir doch auch gleich. Ja. Hier hin. So, wir haben auch 3 Punkte. Na, da warten wir jetzt mal auf die Priester. Ich hätte nämlich gerne die Priester, oder? Naja, den einen versenken wir mal. Und was ist jetzt das? Ich weiß es nicht. Egal. So. Freischalten. Truppe Nummer 2. Und die 1er Truppe, die darf gleich mal Materialien nochmal besorgen. Während die Zweiergruppe mal bitte sich hier einsammelt und gleich mal trainieren geht. Die Frage ist jetzt... Achso, jetzt brauche ich ja dann erstmal Materialien.
Okay, ihr habt genügend gekämpft. Könnt jetzt mal bitte speisen gehen. Und 5 haben wir. Dann machen wir doch gleich mal die Priester. Können wir da gleich welche machen? Gut, dann machen wir gleich 2 Stück. Und ihr dürft erstmal trainieren. Okay, der Zweiertrupp darf wohin? Hierhin. Schön weiter Materialien besorgen. Und dann aber auch langsam aber sicher übergehen zu zu was? Achso, zum nächsten Trupp, klar. Und mir wurde mitgeteilt, ich sollte doch mehr Schatzkammer basteln. Und angeblich könne man dann mehr Schätze auch tatsächlich sammeln. Statt 50 eben dann, was weiß ich, 75 oder so. Das heißt, ich werde das jetzt auch mal austesten, aber erstmal mache ich den Grundaufbau. Gut, die sind alle. Ihr zwei noch. Dann würde ich sagen, einen Priester tauschen wir doch hier gleich mal aus. Ihr dürft nochmal speisen. Und wir haben Materialien, vor allem. Dann bauen wir mal die Werkstatt. Wo bauen wir die denn hin? Hier vielleicht gleich irgendwie. So. Ja, warum nicht? Ah, der Trupp ist wieder da. Dann gibt's auch hier einen Priester. So, und schon wieder 60 Dings, Bums, Bla, Blub. Dann bauen wir mal die Spelunke. Ja, bauen wir's mal so. Und hier müsste ich noch einen Arbeiter rein. Und jetzt können wir doch auch unsere Truppe schon aufwerten. Mit der verbesserten Rüstung. Ich frage mich, wann wir da mal. Naja. Egal. Achso, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Dann, Weltkarte. ...75 Materialien für einen Überfall. 50 Schätze. Da schicken wir jetzt mal die einzelnen. So. In der Hoffnung, dass wir das auch kriegen. Und die 2 schicken wir hier hin. Oh, wir haben 7 Punkte. Das heißt, da können wir einiges machen. Was ist denn das? Maskottchen. Okay, mach das jetzt mal, wer weiß. Oh, hier. Verbesserte Waffen. Ha! Das wusste ich nicht, dass das hier geht. Okay, und dann machen wir das hier auch noch. Ja, dann können die doch jetzt. Oh. Das ist jetzt schlecht. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Irgendwas herstellen. Wo haben wir? Ah ja, die 1 ist da, okay. Ah, der 1 fehlt aber auch gleich einer. Achso, dann haben wir jetzt keine Materialien, um das zu verbessern. Ist klar. Okay. Ja, bitte mal alle feeden. Alle mal den Need vielen zu feeden. Und jetzt. Oh, hier. Dritter Trupp ist bereit. Okay. Wir machen mal. Moment, jetzt haben wir doch hier eigentlich eine Vorratskammer. Achso, hier.
Ach, das ist... Schatzgrube. Ach so. Ermöglicht es dir bis zu 50 Schätze und hier 100 Ressourcen plus 50. Ich kann 150 Ressourcen sammeln? Aha. Ach, und dann kann ich wahrscheinlich noch eine zweite Schatzkammer basteln. Alles klar. Ich glaube, ich verstehe langsam. Oder auch nicht. Okay. So. Nein. So rum. Das jetzt. Und jetzt. Wie viel kostet denn eine Waffe? Ach, kostet genauso viel. Ja, dann. Das kostet natürlich schon einiges. Aber wir hoffen mal, dass es das auch wert ist. Halt, hier ist schon ein Stufe 3er. Okay. Und wir gehen mal auf der Weltkarte wieder looten. Bringen die denn dann auch? Ne, die bringen nur 50. Na, ist egal. Das ist schon in Ordnung. Eins. Und die zwei... Ja, hier hin. Gut, und die drei, die darf sich jetzt mal vollfüllen. Warten wir mal auf neue Materialien. Ist ein bisschen zäh, der Anfangsaufbau, das muss man schon sagen. Aber auch nicht schlimm. Oder irgendwie, eigentlich will ich das nicht. Aber ich könnte mal hier schon mal vorgraben. Das hier. Und achso, nee, Moment, das will ich nicht. Ah. So. Wieder nicht. So. Gut. So. Sehr schön. Vier. Kann ich da irgendwas Tolles? Ja, den Recken. Aber will ich den Recken? Eigentlich hätte ich erstmal gern die hier, die Schreckensfrusten. New ladders have appeared. Neue Leitern. Okay, drei. Come and kill. Noch mehr? Okay, das war's aber, ne? Dann haben wir wieder Materialien. Dann graden wir mal die hier gerade auf. Und haben aber nicht genügend Materialien. Das ist aber blöd. Müssen wir schon wieder losschicken. Ja, die sind aber alle recht fit. Schicken wir mal die 1 hierhin, die 2 gleich dahin. Und die 3 hierhin. Go. Jetzt will ich's wissen. Ich will's einfach wissen. Und hier erforschen wir jetzt den Schreckensfürsten. Den basteln wir auch gleich ein paar Mal. Oh, und wir können wieder neue. Wo ist denn mein Ball? Ball? Ball, Ball. Ah, da. Out of the pit into a hellhole. Okay, habe ich nicht irgendwas gebaut irgendwo hin? Da. So, jetzt muss ich nur die ganzen gelangweilten Arbeiter finden.
die alle mal da rein können. Haben wir noch irgendwo einen? Hier, zwei sogar. Da werden wir mal dieses, was auch immer, das soll es eine kostenlose Einheit geben. Steht zumindest in der Beschreibung. Aber das wird sich schon nochmal irgendwann erklären. Okay, hier ist was gestorben. Das ist aber schlecht. Aber dafür bekommt ihr jetzt gleich den. Könnt ihr mal trainieren, bitte. Und wir dürften wieder ein paar genau Vorräte besitzen. Jetzt, Spelunke haben wir. Extraktor. Was ich immer noch Deckpoints. Achso. Das hier will ich, das Arcanium. Machen wir hier hin. Ihr seid fertig, dann dürft ihr gleich mal hier speisen. Und ihr bekommt natürlich gleich... Bekommt ihr nicht, weil ich habe ja keine Punkte. Oh, ihr seid alle schon wieder da? Gibt's jetzt keine Arbeiter mehr, oder was? Habe ich jetzt zu viele da reingeschickt? Verstehe ich nicht. Doch, da fetzt einer. Okay. Aber eben nur einer. Okay. Dann mach du mal wieder was anderes, bitte. Hol dir mal das. So, 50 Materialien. Genau. Den Extraktor. Will ich den haben? Ach klar. Alles mal einmal haben. So gegenüber. Und da schicken wir einen rein. Haben wir keinen. Dann, go. So. Und da kann ich doch jetzt irgendwas machen, hieß es. Da kann ich halt überhaupt nichts machen. Was soll ich hier was machen können? Kommt vielleicht erst, ja? Ja, wo kommt denn der her? Der Arbeiter? Very strange. Very strange. So, aber dann kann ich doch das jetzt mal noch hochpumpen. Und bei dir bitte auch gleich. Und dann kommst du in dieses Team rein. Wir machen das jetzt mal hier richtig schön. Komm. So, dann brauchen wir noch einen dritten davon. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir jetzt dieses mit mehr als 100 voll? Oder kann ich da einfach wirklich noch ein zweites basteln? Müssen wir mal gucken. Okay. Wobei, na doch, ein drittes Squad habe ich ja jetzt schon. Genau, dann können wir jetzt hier mal die 1 hinschicken. Ja, go 2, go! Schafft ihr. Ich bin da absolut sicher und überzeugt davon, dass ihr das schaffen könnt. Und die 3 heben wir uns immer auf. Ja, geh mal in den Übungsraum. Geh auch mal in den Übungsraum. Okay. Bewacht doch mal, was? Patrouillieren, bewachen... Folgebal. Patrouillier doch mal. Genau. Patrouillieren. Patrouilliere. Patrouillieren. Kann man das bei euch auch machen? Ach so, ihr bestimmt aber... Okay. Was ihr aus den... Okay. Ihr patrouilliert, genau. Patrouilliert einfach mal. Das finde ich gut. Das ist ja klasse. Was hat's mit diesem Maskottchen? Achso, ist noch gesperrt. Das müsste ich... Kann ich das irgendwie... Nö. Gut, dann machen wir mal die hier. Die Recken. Aha, ihr habt überlebt. Gut, dürft ihr nochmal speisen. New ladders have appeared. Okay, ihr dürft nicht speisen. Und
Nichts, nichts, nichts. Keine Leiter mehr. Oder ist da eine Leiter? Nee. Okay. Heroes are entering your dungeon. Da habe ich doch eine kostenlose Einheit bekommen. Einen kostenlosen Schamanen, den habe ich noch nie gebaut. Klasse. Wir trainieren. So, du kommst jetzt mal statt dem hier noch rein. Dann haben wir drei gute Trupps. Okay, und wir haben wieder 65 Materialien, aber eben nur 65. Jetzt habe ich 75. Wird das denn nochmal mehr? Schauen wir mal. Folgt mir mal einen kleinen. Achso, der bringt es jetzt zum Extraktor. Hm. Der beschafft ja gar keine Materialien. Aber ich würde mal sagen, jetzt schicken wir sie nochmal los und gucken einfach mal. Den 1er-Trupp. Und den 2er-Trupp hier hin. Und dann müsste das ja rein theoretisch auf 150 oder so hochgehen. Oder auf 100 wenigstens. Dann sehen wir es ja. Ja. Oder wobei, komm, ich baue gleich mal eins. Ne, dass wir es verschwenden. Eine Vorratskammer bauen wir noch. Warum nicht? Wir haben es doch. Okay, aber das gucken wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis demnächst. Ciao.